So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich glaube, es müsste jetzt die siebte sein. Let's Play Minecraft 2020 im Rahmen von Bauchi auf Sendung. Wir gehen ins Spiel zurück und finden uns wieder hier. Und haben gelben Farbstoff in der Hand, den wir gar nicht haben wollen. So, bitteschön. Was ist da noch? Da ist auch noch ein bisschen Höhle. Auch aufpassen, dass man nicht so viel runterfällt. Aber ich habe gerade gar keinen Bock auf Höhlen. Ich will eigentlich viel lieber mal gucken, was es noch an Vegetation gibt, die wir noch sammeln können. Schauen wir mal. Hier ist noch Eier, die nehmen wir noch einfach mit. Auch wenn wir nichts essen müssen. Aber wenn wir schon eine Küche haben, dann fangen wir da jetzt natürlich an, quasi meine kaputtgeschlagene Kiste, wo mal die ganzen coolen Sachen drin waren, wieder zu füllen. Und da gehören natürlich dann noch Eier da rein. Gar keine Frage. Hier ist noch Kohle. Nehmen wir noch Kohle mit. Kohle kann man immer brauchen. Und wir sind schon bei Level 20 wieder. Ist ja nice. So, machen wir hier. Gucken wir aber erstmal, ob da noch ein Loch drunter ist, wo wir reinfallen können. Ja, sieht nicht so aus. Oh, und dann holen wir so ein bisschen Kohle hier. Wie geht es euch? Was macht euer Leben? Wie spielt ihr? Ja, das habe ich ja auch auf der Bäckerfinker quasi dann öfters gemacht, weil ich das hier nicht konnte. Am Rechner spielen, aufnehmen, bla bla bla. Und habe dann einfach Let's Play Real Life gemacht. Damals noch sehr gerne unter quasi der Vorlage von The Forest. Da hatte ich mir dann auch quasi meinen Kamerastativhelm gebastelt, damit ich quasi aus der Ego-Shooter-Perspektive zeigen konnte, was meine beiden Hände machen. Und der ein oder andere mag es gesehen haben. Und das hat mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich bedanke mich sowieso wie immer für sämtliches Feedback, was man dann so bekommt. Mal ist es Schönes, mal ist es nicht so Schönes, aber wie gesagt, ich habe auch in Arschloch-Kommentaren schon sehr sinnvolles Zeug, für mich verwertbares Zeug gefunden, weswegen ich mir die Mühe mache, alle Kommentare, die unter meinen Videos zu finden sind, egal wie sie und unter welcher Intention sie geschrieben wurden, sie auf jeden Fall einfach freundlich zu lesen und dann auch entsprechend halt auch zu antworten. Das wird dann oftmals wieder sehr unfreundlich gelesen, egal wie ich es geschrieben habe. Deswegen finde ich das nur fair, wenn ich mir... Da hat es ein Ei gelegt, hast du gesehen, es war vorhin nicht da. So, hier nehmen wir ein bisschen Kohle mit. Und das ist halt eben auch was, was für mich halt ein Spielzug ist, ne? Wie reagiere ich auf was auch immer mir gerade auf den Schirm kommt? Und dann da halt eben nicht so zu reagieren, wie die es gerne hätten, ist schon mal eine Genugtuung, wenn man das kann. Und wenn man das dann auch noch nicht nur kann, sondern auch macht, dann passiert es halt tatsächlich sehr häufig, dass selbst unter den arschigsten Troll-Kommentaren Dinge zu finden sind, wo du dir dann denkst so, ach guck mal, habe ich noch selber gar nicht dran gedacht. Danke für den Scheiß-Kommentar. Kann ich gut brauchen. Danke. Und so lerne ich tatsächlich mitunter sogar von meinen Trollen unter Umständen was völlig anderes, als was die mir gerne vermitteln würden, was mir aber relativ egal sein kann, weil am Ende kommt es ja für mich drauf an, was ich im Kasten habe. Und nicht unbedingt, was die vermitteln wollten. Hauptsache, ich kann es anwenden. Manchmal wollten sie mir vielleicht sogar was vermitteln, was mir auch sehr nützlich gewesen wäre, wenn ich es denn begriffen hätte. Aber das ist nun mal immer so. Selbst in der Schule hat man mir Sachen erzählt, die ich völlig falsch angenommen und interpretiert habe und von Dingen ausgegangen bin. Wo ich dachte, das sei blanke Realität, bis ich dann hinterher irgendwann eines Besseren belehrt wurde.
und gemerkt habe, dass ich in der Schule auch mitunter einen Haufen Scheiß erzählt bekommen habe. Ist also in den Kommentaren dann nicht viel anders. Kommen wir da hoch. Ja, hier ist eine Treppe, komm, die holen wir uns. Mir geht es eigentlich eher um die Erfahrungspunkte. Das sind diese kleinen bunten Blink mit Dinger, die da so noch rauskommen, als um tatsächlich die Kohle. Bei Kohle habe ich, glaube ich, auch noch ein paar Stacks. Und wenn nicht, kann man Kohle auf jeden Fall immer wieder gut brauchen. Da ist noch ein Ei. Komm, ich hol's mir. Bap, bap. Bap, bap, bap. Ja, und so ging mir das halt eben so über die letzten Wochen bis Monate halt eben dann auch. Das war sehr zähes Gameplay. Das erinnerte mich dann zum Beispiel sehr an diesen dunklen Gang, den wir in einer der letzten Folgen da lang gebuddelt haben. Und jetzt hier runterfallen, das ist genau das Richtige, ne? Da sind Kühe, Birken, da hinten sind hohe Bäume. Also so habe ich, glaube ich, hier die gängige Vegetation schon abgegrast. Oh, komm schon! Ja, das war jetzt berechtigt. Ah! Ja, geht aber gar nicht so viel weg, ne? Also man muss schon ziemlich tief droppen, um... Jetzt habe ich wieder einen Kommentar, ich schenke ihn hier. Von wegen tief fallen und bla bla und... Um dann so zu sein wie jemand anders. Im Stot. Und das ist eigentlich auch ein sehr schönes Biom hier. Hier hätte ich auch bauen können. Ein Pilz! Kann ich ihn so ernten? Ja. Sollte ich vielleicht nicht unbedingt mit der. Hier, das kann ich mit dem gelben Farbstoff, kann ich solche Sachen abernten. Pilze, Fliegenpilze. Ich mag Pilze. Ich finde Pilze toll. Alle möglichen Formen und Arten von Pilzen. Sehr faszinierende Lebewesen. Ja, hier haben wir Schwarzeichen, ne? Das sind, oder, ja. Oder ist das einfach nur eine große Eiche? Ich weiß es nicht. Hallo Kuh, dich brauchen wir nicht mehr. Da haben wir schon genug von jetzt eingefangen. Und also ich habe nur zwei Kühe. Das ganze Kuhgehege, was da hinten so zu finden ist, so wie es ist, das hat mit zwei Kühen angefangen, die ich eingefangen habe. Und dann habe ich die immer mit Leckerchen gefüttert und dann haben die sich ganz doll lieb und machen Kälbchen und so ist dann die Kuhherde richtig schön angewachsen, ohne dass ich weitere Kühe einfangen musste und sie nach in das da locken, damit ich ja Kühe habe. Weil man braucht ja Kühe. Hallo, ein Setzling. Oh, ich mag auch wirklich so diese Spaziergänge durch diese Welten hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, wenn es nicht die ganze irgendwo immer macht oder sowas. Und nicht irgendeine Pissnelke was von dir will. Das hatte ich im realen Leben so viel genug, vor allen Dingen in der letzten Zeit, dass ich ja mal gepflegt drauf scheißen konnte und drauf verzichten konnte und mich nicht unbedingt in diese Welt hier flüchte, sondern einfach immer wieder mal gerne hier zu Besuch bin. Ich laufe hier auch draußen. Heute war ich mit der Martina in der Eifel spazieren. Und das war schon das zweite Mal diese Woche und das tut mir sehr gut. Und ihr wohl auch, sonst würdet ihr das ja nicht machen. Ich zwinge ja keinen dazu. Das ist auch so ein Ding, ich zwinge niemanden jemals zu irgendwas. Das habe ich halt auch, es wird mir ständig anders ausgelegt, als wäre ich der große Kommandant, der irgendwie Leute durch die Gegend kommandiert. Was ich überhaupt nicht tue, weil ich da eine Grundeinstellung zu habe und der Meinung bin, dass niemand jemand anderen zu kommandieren hat.
Hier ist noch Sand. Guck mal, da nehmen wir was von mit. Aber hier hätte man auch ein schönes Strandhäuschen noch bauen können. Ne? Wir nehmen noch ein bisschen Sand mit, für den Fall, dass wir irgendwann noch ein bisschen Glas brauchen. Das ist nämlich auch nicht mehr so viel von da. Und dann kriege ich dann von solchen Leuten halt eben dann zugerufen, du bist nicht mein Guru! Wo ich mir dann denke, Alter, wenn du wirklich meinst, ich wolle dein Guru sein, echt den Zug verpasst, den Schuss nicht gehört. Gibt Leute, deren Guru ich definitiv niemals sein wollen würde, also ganz unabhängig davon, dass ich mein Guru bin und der Meinung bin, dass jeder auch sein eigener Guru sein sollte, das wäre sehr viel gesünder für sämtliche alle. Jeder sein eigener Herr, jeder der eigene, dem man folgt. Aber genau das kriegen diese Leute dann halt einfach nicht in ihre Köpfe, weil das überhaupt nicht in deren Denkkonzept passt, weil die halt gerne selber ein Guru wären und jemand, auf den andere hören. Und das ist eigentlich so das Hauptproblem eigentlich dieser Leute. Ne? Die meisten Leute, die ein Problem mit mir haben, haben das halt eben, weil ich nicht so ticke, wie die es gerne hätten. Und dann bin ich ein Arschloch. Und da kann ich sehr gut mit leben. Das ist okay mit mir. So, lassen wir hier ein bisschen Wasser reinlaufen. Sowieso können wir doch wegmachen, diese, ne? Nee, wir buddeln erst noch das hier aus und dann nehmen wir das auch noch mit. Das war Erde. Ja, nehmen wir uns da gerne einen Klotz Erde mit, ne? So, gehen wir da rein. Ne? Es gibt Leute, die will ich überhaupt gar nicht in meiner Nähe haben, geschweige denn deren Guru sein. Damit die hinterher sagen können, bei allem, was sie gemacht haben, ja, der Bauch hier hat mir gesagt, ich soll das machen. Das sind so typische Leute, die einfach keine Verantwortung für sich selber und das, was sie machen, übernehmen können. Und auch nicht für das, was sie erleben und wie sie es erleben. Vor allen Dingen, die erleben alles, was sie erleben, irgendwie als Scheiße, was deren eigenes Problem ist, weil da kann sie niemand dran hindern. Wie, ne, sie könnten auch Sachen, die sie erleben, als was irgendwie in irgendeiner Form brauchbar ist. Muss ja nicht immer gleich alles schön sein. Aber so auch werten und dann, wenn ihr was Schönes passiert ist, dann heißt es nicht, oh, es war der Bauchi. Steht auch im Buch vom Universum, ne, der König, der sein Reich nach den Regeln des Tao führt, des Universums führt, den kennen seine Untertanen überhaupt gar nicht, weil die alle zufrieden sind, weil die quasi ihr eigenes Ding machen können und da fragt niemand jemals, immer wenn es den Leuten gut geht, fragt nie einer nach dem Verantwortlichen. Das so, ne, Lorbeeren immer gerne in die eigene Tasche. Aber wenn dann irgendwas scheiße ist, obwohl niemand anders was dafür kann, dass man das selber so deutet, tja. Ne, dann ist dann irgendwann der Bauchi nicht mehr da, dann muss dann jemand anders herhalten. Das ist auf der Finca auch passiert. Als ich nicht mehr angreifbar war durch diese Attacken, weil nachdem dann Nadine und Dani dann in meinem Zimmer standen, mich wach gebrüllt haben, war dann sämtlicher Spuk dann auch verloren. Da habe ich dann auch nur gesagt, ihr könnt mich schon am Arsch lecken. Und zwar richtig. Und dann wurde Steffi angegriffen. Das ist aber auch eine Nummer, die ich schon lange kenne. Seit ich halt eben Öffentlichkeitsarbeit mache und mit Trollen zu tun habe, dass wenn ich nicht angreifbar war, dann automatisch meine Nächsten angegriffen worden sind. Sprich, normalerweise die Frauen, mit denen ich gerade unterwegs war, oder sogar verheiratet oder wie auch immer. Und dann wurden die halt angegriffen, weil man dann schon vermutet hat, dass man mich damit treffen kann und dann halt eben doch dazu bewegen kann, aufzuhören mit dem, was ich mache, was mich letztendlich aber immer nur weiter ermutigt hatte, weil ich mich dann einfach drum gekümmert habe, dass meine Mädels damit zurechtkommen und da auch drüber lachen können, weil es eigentlich absolut lachhaft ist und nicht wirklich ernst zu nehmen. Hupsala, Moment, ich wollte hier hoch. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir sind bei 14 Minuten. Dann geht das ja noch. So, hier, Tintifisch, willst du hier, pass auf, ich mache dir ein neues Becken auf. Pass mal auf, passen Sie mal auf, Herr Tintenfisch, dass Sie da jetzt nicht da runterfallen. Nee, ich fall runter.
So, wir scheißen auf den restlichen Sand, der da jetzt noch flöten geht, und fluten das hier mal. Einfach, weil wir es können. Nein, wir scheißen nicht auf den Sand, wir springen da runter und holen uns doch und buddeln uns wieder raus. Ja, da seht ihr's. Der Bauchi macht nie, was er sagt. Der macht immer was anderes. Ja, das ist nun mal. Na und? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich halte ich mich schon immer, wenn ich eine Ansage mache, so konsequent ich nur kann daran, weil es mein Spiel ist und ich mir selber keinen Gefallen täte, wenn ich dann nicht konsequent, weil wenn ich nicht konsequent bin, dann brauche ich keine Spielregeln für mich aufzustellen und sagen, das ist eine Quest, die ich auf die und dem Weg irgendwie erreichen möchte, dann brauche ich mich gar nicht auf den Weg zu machen. Aber es sind halt Leute, die das dann auch nicht kennen, die einfach mal alles geschenkt haben wollen. So werde ich auch immer wieder mit verglichen. Ich würde immer nur betteln. Ich mache einfach Werbung, gucke, dass ich Aufträge kriege. Das ist kein Betteln. Deswegen, wenn ich sage, ich könnte noch mal ein paar Aufträge brauchen, weil ich gerade ein bisschen nicht so flüssig bin, das ist kein Betteln. Hier macht jeder andere irgendwie auch, der irgendwie Aufträge zu vergeben hat oder sowas. Oder Zeit hat, welche anzunehmen, für andere Leute irgendwas zu machen, um damit dann auch irgendwie ein bisschen Geld zu eruieren. Wenn BMW eine BMW-Werbung macht, schreibt ihr die dann auch an und sagt, was seid ihr für Bettler? Und ich soll das dann noch in irgendeiner Form ernst nehmen können. Das funktioniert halt nicht. Ich kann da nur drüber lachen, weil es lachhaft ist, was Idiotie ist. So, ich folge mal meinem roten Pfeil da. Jetzt so ein bisschen gehe ich hier mal rum. Aber der müsste mich eigentlich da hinten so wieder zu meinem. Also zumindest nach. Hallo Schwein! Schweine haben wir noch nicht. Wie kann man. Auch das weiß ich jetzt ja nicht mehr. Wie kann man denn dich nicht mit gelbem Farbstoff, ne? Wie kann ich dich dazu bewegen? Scheiße, habe ich noch ein Getreide? Getreide magst du nicht, sagst du? Ich könnte kurz mal eins anpflanzen. Ja, habe ich doch, ich habe eine. Hier, da ist die Eisenhacke. Nicht wegwerfen. Menno. Nochmal. Die Eisenhacke hierhin tun, weil das gelbe Pulver brauchen wir eh nicht. Das können wir nachher mal wieder wegbringen. Und dann können wir hier, wo die Schweine, können wir das mal ausprobieren. So, und ein Weizen da rein. So, hier. Und dann chillen wir hier einfach noch ein bisschen rum. Hallo Schweinis, ich hätte euch so, ich würde euch so gerne auch ein bisschen näher bei mir haben. Ich mag Schweinis voll. Schweini. Hallo. Na? Bob. Gesundheit. Da geht die Sonne unter. Hier ist eine Höhle. Wollen wir nicht. Wie kann ich euch mit mir locken? Wie ich weiß es nicht. Muss ich mich mal schlau machen? Aber das heißt, ich muss im Prinzip dann demnächst quasi in die Richtung laufen, dass das da nach unten zeigt und dann komme ich hier zu meinen Schweinis wieder. Gut zu wissen. Und ich lasse da mal einfach hier gucken, ob da Getreide wächst. Das werde ich ja dann sehen. Hier. Ich könnte mir hier noch einen Kackstift hinbauen, ne? Haben wir noch Erde? Wir haben stackweise Erde. Hier, lassen wir so. Hier bauen wir neben dem Getreidefeld. Bauen wir einen Kackstift hin mit einer Fackel oben drauf. Dann finden wir den leichter wieder. Hallo? Ha! Hallo? Hallo? Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Dich habe ich nicht ins Spiel gespawnt. Ah, oh, du schöne Lamas. Hallo? Na? Du siehst viel schicker aus als meine da. Wieso bist du so bunt? Bist du ein Peruaner, ne? Ja? Ich muss hier mal einen Kackstift hinmachen. Ja, bitte nicht mich durch die Gegend schieben. Nun komm doch, so. Und jetzt hier. Nein, so rum. Zack, 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 zack. Komm. Und noch ein. Noch ein.
Kriegen wir den Fallschaden ausgehalten? Ich weiß es nicht. Wir setzen noch eine 8 dahin. Bam. So. Geronimo! Batsch. War anderthalb Herzen weg, das geht. So, hier haben wir den Kackstift. Und da ist das Feld. Und da irgendwo müssten wir zu Hause sein. Magst du mitkommen? Bro, magst du mit auf den Testing Tee kommen? Hallo, mit deinen schönen Lamas. Magst du mitkommen? Eben waren hier noch Schweine, die wollte ich mitnehmen. Das ist, ich weiß nicht, voll besiedelt alles hier. Ich glaube, ich baue mir hier ein Häuschen hin. Da ist noch ein Ei. Hallo, Schweini. Ja, so wie ich zu den Schweinis bin, bin ich eigentlich auch, ich bin eigentlich immer am liebsten nett. Aber das muss nicht unbedingt bedeuten, dass ich das immer bin, weil jemand mir auf den Sack geht, dann ist meine Nettigkeit gerade sehr fehl am Platz. Dann ermuntert die das nur noch weiter, mir auf den Sack zu gehen, und das bin ich dann selber schuld, wenn ich das zulasse. Also werde ich dann ein wenig unfreundlich. Gerade bei Publikum, auf das ich liebend gern verzichten kann. Guck mal, was da oben ist. Da ist unser Schlösschen. Ich bin allerdings ein bisschen verdutzt, dass man den Berg... Ach so, nee, weil der da vorne ist. Wir kommen von der Richtung rein. Alles klar. Wir können jetzt gleich wieder in die Küche gehen. Und schon mal die Eier in die Küchenschränke packen. Ah, also da hinterm Hügel... Da laufen Lama, Bändiger und Schweine rum. Hier ist noch ein Ei. Bop. Ja, wie gesagt, dann habe ich nichts von meiner Nettigkeit. Und ich bin auch auf etliche Leute getroffen, die irgendwie... Ach nee, da hinten ist die Küche. Ah, okay, dann alles klar. Also, hier, alles klar. Die irgendwie der Meinung oder Überzeugung sind, mir auf den Piss gehen zu können. Und wenn ich dann anfange, nicht mehr so ganz nett zu sein, mir dann zu kommen mit der Tour. Ja, du bist aber Pazifist, du darfst gar nicht so. Ey, Alter, als Pazifist verabscheue ich Gewalt. Das bedeutet aber nicht, dass ich sie nicht in Notwehr dann doch anwende. Was glaubt ihr denn, was Pazifisten sind? Einfach... Pack, was man niederprügeln kann, dass ich dann nicht wehren darf, oder was? Wie doof seid ihr denn? Hallo, was ist denn hier für eine Party? Guck mal, ich hab Eier mit. Ha, Eier, hier, guck mal. Da, hier sind zwei. Können wir hier mit zusammen stacken? Echt jetzt? Hier mit Shift, zack. Gehst du da was wohl drauf? Sind das andere Eier? Warum kann ich die nicht stacken? Ach, weil man Eier nur 16 stecken kann, ne? Das ist ja ein Ding. Dann nehmen wir für die Pilzsuppe auf jeden Fall die Pilze auch hier mit rein. Was ist das? So, dann können wir noch mal ein bisschen Zeugs da hinten wegbringen gehen. Jetzt haben wir hier einen leeren Eimer. Den könnten wir mal kurz auch noch voll machen. Dann ist der wieder voll. Das machen wir hier in unserem stillen Gewässer. Einmal den Eimer voll machen, bitte. Die 4, bitte. Butch. So. Und in die andere Richtung. Ha. Ich hab einen Kumpel von euch getroffen. Geht mal hinten da in diese Richtung da gucken. Dann bringt er die Lamas mit. Ich weiß, dass man Lamas auch zähmen kann. Und habe auch zwei auch schon gezähmt. Weiß aber gar nicht mehr genau richtig, wie das geht. Und da kann man, glaube ich, auf denen dann sogar reiten. Allerdings kann man sie nicht lenken. Man sitzt dann da drauf. Die spucken dich dann nicht tot. Und dann kannst du auf denen reiten, aber nur dahin, wo die auch hingehen wollen. Das mit den Bändern oder so, das habe ich bis jetzt noch nicht irgendwie gesehen, dass da was machen kann. So, hier haben wir vor allen Dingen erstmal noch Eisen. Kommt zu dem anderen Eisen tun. Da ist noch ein ganzer Stack von da. Dann haben wir Sand. Das können wir
Das machen wir mal hier bei den Steinen rein. Ne? Sand haben wir auch schon da, Sand. Richtig, das kann nach oben gestackt werden. Macht es selber. Das macht hier so. Muh. Boah, und ich habe Schnee. Ne? Ich habe Schnee. Ich müsste eigentlich. Ich meine, man kann auch Schneeklötze machen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber dann könnten wir ein Iglo bauen. Das fände ich voll geil. So, den machen wir wieder hier. Dann haben wir hier noch davon. Das war hier, glaube ich, ne? Nein, das ist auch falsch. Was ist denn? Ja, ist egal. Was ist das? Was? Ach, das ist polierter Granit. Das ist noch Cobblestone. Den packen wir mal in eine andere Kiste, weil er hier eigentlich nichts drin ist. Hier, komm, wir nehmen die Stacks Cobblestone mal da raus. Da ist auch noch Glas. Das ist prima, dass der Sand auch dann da ist. Das ist Kies. Und dann können wir den polierten Granit wieder neben den anderen Granit machen. Und das ist Stein, den man aus Stein machen kann. Andesit, Andesit, Andesit. Das machen wir auch in eine Reihe da oben. Kies, ja, machen wir hier mit. So, dann haben wir das wieder ein bisschen sortierter. Dann hier Kohle. Da kann auf jeden Fall. Jetzt guck mal hier, aber Wahnsinn. Zack, da hier auf die 32. Ja, wie gesagt, Pansop, wir machen hier mal Platz. Hier sind auch noch 5 Kohle. Ja, ist egal, macht nichts. Hier haben wir noch eine Tür. Das ist eine Eisentür. Kohle, Kohle, Kohle. Das ist Feuerstein. Den machen wir mal hier hin und hier Kohle. So. Dann kann die auch wieder hier hoch. Den gelben. Ach, warte mal, hier war Glowstone. Glowstone, Pulver, Staub, Polvo. Das setze ich einfach mal neben die. Siehst du, 10 Glowstones haben wir nur noch. Da müssen wir wirklich dann mal in den Nether langsam. Und das machen wir aber dann eher nächste Folge oder so. Ich gehe mal raus. Farben. Können hier mal die Farben hin sortieren auf die Ecke und den anderen Schmuh so ein bisschen dahin. So, Blümscher, na da. So, haben wir hier noch Blümscher? Ne. Aber ein Eichensetzling, ne, den machen wir in einem Holzding rein. Das machen wir. Hier, Pflanzen. Pflanzen ist aber. Ja, wir machen das bei dem Holz mit rein. Setzlinge. So, hier haben wir auch Druckplatten. Da können wir auch die Teppiche haben wir da oben. In. So, dann haben wir noch gelben Teppich. Hier ist Fichte, ne? Da nehmen wir direkt mal, aber nicht die, sondern wir nehmen einfach den ganzen diese drei Stämme mit rüber zur Küche. Wobei es auch ein bisschen Rahmen sprengt. Hier haben wir noch Erde. Die können wir mal hier so ein bisschen drin lassen, wenn wir hinten an den Berg wiederkommen. Da können wir die da alle verteilen. Die setzen wir gleich noch in andere und kannst auch hier bleiben. Werkzeuge da. Ach, hier haben wir noch Andesit. Super. Hier haben wir Birkenholzbretter noch. Die packen wir einfach irgendwo hier in die Birkenzeile. So. Was ist das? Papier. Ne? Genau. Und hier machen wir gleich auf jeden Fall Holzbretter draus. Den Andesit packen wir noch in die Steintruhe. Andesit war da oben, ne? Ja, genau. Haben wir einen einzelnen? Ne, hier haben wir noch einen ganzen Stack. So, und diese hier können wir hinten in eine von den Kisten tun. Oder ist hier auch so eine Kiste mit. Ist eine Kiste mit Janisch. Hier ist auch noch ein Andesit, der leckt mich doch. Das ist Netherrack, genau. Quarzblock und Granit 36. Das haben wir alles in der Nebenankiste auch. Warte mal, ach, das war hier, genau. Zeigen wir die nochmal auf. Den Andesit da oben mit drauf. Da, bitteschön. Ach, guck mal, Farbstoff, ne? Haben wir hier noch so das dahin. Die Karte behalten wir mal bei uns. Jetzt habe ich den Setzling immer noch nicht da reingesetzt. Und hier ist auch ein Setzling. Die können wir auch einfach draußen hinsetzen. Die brauchen wir nicht in Kisten zu machen. Die können wir direkt setzen.
Müsste eigentlich hier machbar sein, oder? Dann frage ich mich wieder, wieso geht das hier auch? Machst du das da? Also dann muss ich natürlich erstmal wieder hier dich auf die 2, dich auf die 3 und dann kriegst du hier die Fichte nach da und dann setzen wir die Eiche hier hin und gucken mal, ob es funktioniert. Ich weiß, dass einige Bäume irgendwie nicht so richtig am Rand wachsen, aber die tun es auf jeden Fall. Die wachsen genau auf dem Ding. So, wunderbar. Hallo Kuh, wie jetzt? Ich hoffe, du kommst da wieder runter. Guck, dass du keinen Fallschaden kriegst. Wieso ist da eine Leiter? Was habe ich denn da mal gemacht? Man weiß es nicht so genau. Keine Ahnung, sieht man da noch mehr? Wie gesagt, ich habe mal eine ganze Weile nicht hier drin verweilt. Nee, da ist einfach eine Leiter. Ach ja, weil ich da oben mal runtergeflogen bin und meinen ganzen Krempel da und dann musste ich da irgendwie hoch. Ja, ich erinnere mich. Können wir eigentlich mal abmachen? Und dann haben wir alles wieder ein bisschen aufgeräumter hier. Nee, können wir nicht abmachen. Komm nicht dran. Doch. Einmal. Komm schon. Zweimal. Zwei Leitern eingesammelt. Super geil. Tür auf. Klock, klock. So, jetzt laufen wir noch einmal nach hinten und räumen den restlichen Spürkes noch ein. Und dann kommen wir nächste Runde mal. Wir sind nämlich schon bei 31. Das ist tatsächlich 30 Minuten gesprengt, ne? Bin auch nicht besser als der Gronkh. Man kann sich aber auch so leicht verspielen hier. Es ist so, ne, dann. Aber das machen wir jetzt noch schnell. Wie im richtigen Leben. Noch schnell machen und dann hast du es getan. Das ist was ich mir aus den Spielen ins richtige Leben kopiert habe. Das sind genau diese Sachen, von denen ich die ganze Zeit rede, dass ich sage, hey, guckt euch das mal an. Ihr sitzt da die ganze Zeit vor diesen viereckigen leuchtenden Dingern und da passiert was. Ist voll. Und ihr macht da was. Guckt euch mal genau an, was genau ihr da macht. Weil das lässt sich super geil ins Leben kopieren. Hier ist noch Eisenerz. Weißt du was? Das könnten wir eigentlich mal backen. Da werden wir nicht mit hinkommen, ne? Ja, da müssen wir nachher nochmal Kohle, müssen wir später. Und den hier. Den schnitzen wir mal gerade. Und machen uns da. Ah, oh, Idiot. Wie geht's noch? Wie geht's noch? Wie geht's noch? Wie geht's noch? Alle zusammensammeln. Ach so, da muss. Ja, da ist es. Genau. Einfach Doppelklick. Gar nicht so schwer. Und dafür können wir die Leitern, glaube ich, hier gerade noch mal mit rein dingsen. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter, denn diese Folge ist vorbei. Und ich lasse mir das mal so auf, damit ich mich daran erinnere, dass ich als nächstes in die Küche will, um da oben diesen hässlichen Dingens wegzumachen. Und hoffe, dass es funktioniert, ohne dass es nass wird. Selbst wenn es nass wird, ist egal, trocknet wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Freue mich, wenn ihr irgendwelche Kommentare in der Kommentarfunktion hinterlasst, auf die ich dann eventuell zwischendurch auch eingehen kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss mit F, gehabt euch wohl. Und ach nee, ich muss ja erst noch auf so drücken und dann kann ich Aufnahmen stoppen. Bis denn.